So, Leute, lang, lang ist's her. Throne of Eldraine. Ja, die Zeiten des Okkos waren gleichzeitig auch ganz, ganz harte Zeiten für alle Formate. Mittlerweile ist er ja so gut wie nirgends mehr spielbar. Und deshalb hoffe ich mal, dass ich keinen Okko ziehe. Aber wir sehen mal, was drumherum kommt. Reaper of Night. 7 Mana, 4-5. Wenn er angreift, wenn der gegnerische Spieler 2 oder weniger Handkarten hat, kriegt er Fliegen bis zum Ende des Zuges. Für 4 Mana wirft ein Spieler eurer Wahl 2 Handkarten ab. Rose Throne Halberde. Halberde. 1 Mana Artefakt, Ausrüstung. Ein grünes, wichtig. Und wenn es ins Spielfeld kommt, kann es ein Nicht-Human angerüstet werden. Die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 2 plus 1. Und man kann sie für 5 Mana weiter equippen. Beloved Princess, 1-1-1 Lifelink und kann nicht geblockt werden mit Kreaturen mit Stärke 3 oder höher. Merchant of Vale, 3 Mana, 2-3, für 3 Mana tappen, wirft eine Karte ab, zieht eine Karte oder für 1 Mana kann man den discarden und eine Karte ziehen. Also, man spielt den für 1 Mana, discard eine Karte und zieht eine Karte. So. Trapped in a Tower, jawohl, 2 Mana, man verzaubert eine Kreatur ohne Fliegen und die verzauberte Kreatur kann weder angreifen noch blocken, noch aktivierte Fähigkeit benutzen. Rose Throne Acolyte. 3 Mana 2-3. Man kriegt Mana-beliebige Farbe fürs Tappen und für ein grünes Mana kriegt man auch Mana-beliebige Farbe. Tome Rider. Stimmt, hier war der, wie heißt der denn? Wie heißt der denn, der 3-2er drin? Egal, ihr wisst, wen ich meine. 3 Mana 1-1 fliegend, wenn er ins Spiel kommt, zieht ihr eine Karte. Brazenburr, so hieß der. Den will ich haben. Giant Screw Skewer. 2 Mana Ausrüstung, davon ein schwarzes, die verzauberte, ausgerüstete Kreatur. Nicht verzaubert, ausgerüstet. Kriegt plus 2 plus 1. Und immer wenn sie Schaden einer Kreatur zufügt, kriegt den Food Token. Food. Redcap Riders, 3 Mana 3, 2. Immer wenn die Redcaps Riders angreifen, könnt ihr eine getappte, ungetappte Non-Human-Kreatur tappen. Wenn ihr das tut, die ihr kontrolliert. Tappen. Wenn er das tut, kriegt er plus 1 plus 1 und Trampel. Fairy Vandal. 2 Mana 1, 2 Flash fliegend. Immer wenn du eine Karte, wenn du eine zweite Karte in einem Zug ziehst, kriegt er eine plus 1 plus 1 Marke. Oakheim Adivari. 4 Mana 2, 3. Und dieser Zauber kostet 2 Mana weniger, wenn der Gegner einen grünen Permanent ist kontrolliert. Und dann ist der für 223, ist ziemlich gut. Und Death Touch, und wenn er im Gegner Kampfschaden zufügt, zieht ihr eine Karte. Oh mein Gott. Voll hübsch. Full Mara Knight, 1-1-1 Death Touch, für 3 Mana verliert ihr ein Leben und zieht eine Karte. Oh mein Gott, der ist voll hübsch. Ja. Und so rare ist der Midnight Cloak. 3 Mana Artefakt für ein Tappen für ein blaues. Oder für 3 Mana könnt ihr eine Marke da drauf legen. Eine Stundenmarke. Und zu Beginn des Upkeeps, wenn eine Stundenmarke kommt auch eine Stundenmarke drauf. Und wenn da 12 Stundenmarken drauf sind, shuffelt ihr euren Deck und euren Friedhof wieder in den Deck und zieht 7 Karten und exilt das Ding. Coole Commander-Karte. Wirklich coole Commander-Karte. Dann haben wir ein Forest und ein Silverware Squire. 202-1. Macht nichts. Oder für 3 Mana eine Kreatur kriegt plus 2 plus 2 ist ein Zuges. Ja, soviel zu Throne of Eldraine. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euch seht. Ciao, ciao.